Aufgrund einer Einladung des Jagdgeschwaders 71 Richthofen treffen sich heute die Mitglieder des Fliegerclubs Westerstede zum gemeinsamen Abflug. Zu diesem Zeitpunkt steht der Wechsel der Waffensysteme Phantom auf Eurofighter an. Aber von vorn. In den späten Morgenstunden treffen sich alle Teilnehmer zum sogenannten Briefing. Eine Kurzanweisung zum Flug, zum Wetter und zu den Besonderheiten für die Landung auf dem Militärflugplatz. Kommen wir ein herzliches Willkommen zu diesem Vereinsausflug, der uns dahin führt, wo es in Zukunft viele Veränderungen geben wird. Deswegen haben wir das auch jetzt nochmal angeschoben. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, Mitte des Jahres wechseln wir die alte Lady, die hier im Wildenhaus liegt, die hier in den Ruhestand und im Schrott. Von daher wollen wir die Gelegenheit nutzen, bevor ihr mit 130.000 anderen am 28.06. natürlich nochmal kommt, jetzt nochmal eine Privatführung zu machen. Uns genug Raum geben und Zeit lassen, in Ruhe dahin zu fliegen. Ja, allerdings, und da komme ich gleich vor, wir wirklich Wismo 700 Fuß fliegen will, wie es in der Handflugkarte vielleicht ersichtlich ist, dann können die Dinger langsam ein Faktor werden. Also, aber ich komme gleich dazu, was wir sonst haben. Also sonst keine Einschränkungen auf dem Gebiet. Ein Platz ist da, zwei andere noch welche, Kader noch Platz. Kaum ist das letzte Wort gesprochen, sind die ersten Piloten bei ihren Flugzeugen und machen alles startklar. Oh, muss halt den einen zuerst. Bitte? Parking Breakers. Startfrei für alle in Richtung Wittmund. Schon nach kurzer Flugzeit ist der Flugplatz zu erkennen. Die Landebahn ist hier wesentlich breiter. So nach und nach finden sich alle Teilnehmer ein. Schattenparker gibt es auch im Flugbetrieb. Lass du ruhig mal eben, das ist nicht mehr Übernachtung. Ja. Okay, dann lass uns mal rübergehen. Von den Flugeigenschaften ist dieser Eurofighter außergewöhnlich. Eine völlig andere Welt. Viele Funktionen des zweiten Mannes im Cockpit übernimmt jetzt der Computer. Die Phantom hat nun Ende ihrer Dienstzeit
und das nach über 40 Jahren. Eigentlich waren 15 Jahre geplant. Wenn man hier reinguckt, das ganze System ist wird hydraulisch betrieben. Also ist so ein richtiges Uhrwerk, ein Meisterwerk. Und wenn man sich vorstellt, wenn man die im Einzelnen mal sieht, wenn ihr nochmal kommt, dann kann man sich die mal angucken, wenn die diese schnelle Luft nicht so schnell auf den Kompressor, also auf die Turbinenschaufeln, die ihr da hinten seht, kommen. Das würden die nie aushalten. Deswegen muss die Luft runtergebremst werden. Und das macht man durch verschiedene Designmerkmale. Zum einen durch diese, die Amis nennen das Coke-Bottle-Design, weil das so aussieht wie eine Coca-Flasche. Ja? Dadurch, dass man die Luft zwingt, letztendlich so eine Rundung zu fliegen, wird sie langsamer. Dann macht man Folgendes, bei bestimmten Geschwindigkeiten fahren diese Rampen raus. Das heißt, der Querschnitt wird verkleinert, ja, und die Luft, die kommt weniger Luft rein und hinten dehnt sie sich aus und wird auch langsamer. Das sind hitzesuchende Raketen, aber die würden auch so ein Zirrus-Triebwerk würden die auch makoratzen. Ja, also ja. Hat dann gar nicht so viel Sprengkraft, aber an der richtigen Stelle. Die Waffen sind so intelligent, dass sie wissen, wann sie explodieren müssen. Ja, Annäherungszünder und dann wissen die so, jetzt noch einen kleinen Moment warten und jetzt ist die letale Stelle für so ein Flugzeug. Moderne Waffen sind noch besser, wenn man da wissen die Suchköpfe sogar, was auf was für ein Flugzeug die gerade schießen. Ja, und könnten dann theoretisch sogar Vor- und Feindkennungen machen. Ja, sieht, oh, das ist eine Phantom, Bomb, da kann ich einschlagen, oder das ist ein Eurofighter, nee, da schlage ich nicht ein. Rein theoretisch geht das. Allerdings nicht über der Nordsee dürfen wir nur tiefer schießen. Das haben sie in, wo war das? Florida, glaube ich. Ja, also wir, so in dieser Konfiguration, fliegt die Alarmrosche. Ne? Drei Außentanks hat dann ungefähr 10 Tonnen Sprit dabei und kann dann halt, wenn man gut hier fliegt, 2,5-3 Stunden, aber wenn man kann die auch in einer Stunde leer gelöscht haben. Bevor wir den Start einer Alarmrotte sehen können, machen wir einen Besuch bei der Flugsicherung. Als kontrollierter Flugplatz ist die Flugsicherung für die Kontrolle aller Flugbewegungen auf und um den Flugplatz Windmundhafen zuständig. Dazu gehört sowohl der Fahrzeugfahrverkehr auf den Flugbetriebsflächen als auch der militärische und zivile Flugverkehr in der Kontrollzone Wittmund. Mit dem Präzisionsanflugradar können Luftfahrzeuge auch bei sehr schlechtem Wetter zur Landung geführt werden. Hierzu ist die Koordinierung und die Zusammenarbeit mit den zivilen Flugverkehrskontrollstellen unabdingbar. Von euch ist immer wünschenswert, definitiv, um auch den Rest mitzukriegen, den man vielleicht nur mit einem halben Ohr gehört hat. Und da immer noch ein bisschen im Hintergrund behalten, da ist noch mehr los. Das Jagdgeschwader 71 Richthofen unterhält mit dem Geoinformationsdienst eine Dienststelle zur Wetterberatung. Neben der Beratung für den Flugbetrieb des Verbandes leisten sie einen wichtigen Beitrag bei der Erhebung von Wetterdaten. Man kann aber mit dem Ding jetzt sämtliche Szenarien eigentlich darstellen. Anders als beim Eurofighter hat der jetzt drei Bildschirme und das war's. Man hat also immer noch das Gefühl, man sitzt im Simulator. Eurofighter wird dann einen Dom haben. Man muss sich das eigentlich vorstellen, man sitzt in der Kugel drin, ja? Spielt von da aus. Also da kommt das der Realität schon ziemlich nah. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ungefähr so, na ich sag mal, 40 Minuten uns ein bisschen da drin auch zu bewegen. Während Bernd das Flugzeug noch rollt. Ich kriege im Moment keine Steuerung mehr. Dann musst du den Knopf drücken. Meist drückst du den Knopf nicht genommen. Sehr tief. Au! Bumm! Oh. 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 Ja. Aus! Ja. Crash. Geht noch. Ja, wir haben den Crash vorbereitet. Im Phantom-Flugsimulator trainieren die fliegenden Besatzungen des Verbandes taktische Verfahren, Notfallsituation und den Flug nach Instrumenten. Er stellt somit ein wichtiges Trainingsgerät für den sicheren Ablauf des Flugbetriebs dar. Dabei können jegliche taktische Szenarios
aber auch der Ausfall oder die Störung von Flugzeugkomponenten simuliert und trainiert werden. Das ist der Flieger, genau verkehrt dargestellt. Hier sind die Höhe, hier kann man die Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit ablesen. Mit Investor Stede, deswegen es ist im Prinzip ein Heimspiel für Sie oder für euch alle. Es ist mir eine außerordentliche Freude, dass wir es geschafft haben, über Gruß das letztendlich umzusetzen, dass hier mal mit den zivilen Maschinen gelandet wird und die militärischen dazukommen. Partner im Luftraum ist ja immer unser Thema und Annäherung, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das fliegerische Verständnis entwickeln. Und da ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und Sie Ihr Hobby ausüben können, und vielleicht auch beruflich machen, ist das ganz gut, wenn wir uns mal zusammensetzen und treffen. Also deswegen muss mal vielen Dank fürs Anstoßen. Ja, moin. Moin. Wir sind uns ja noch nicht begegnet. Nein, leider, ich hatte noch leider keine Zeit. Ich bin herzlich aufgenommen worden, aber ich hole das noch nach. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine große Idee des Gefechts. Wir bedanken uns erstmal recht herzlich, dass wir hier heute sein dürfen. Jederzeit. Vielleicht findet der wohl auf jeden Fall einen würdigen Platz. Findet auf jeden Fall einen würdigen Platz. Ich zur Organisation muss ich ein bisschen Fuß machen. Ich kann das ja nicht wissen. Ich habe nichts zu sagen, ich drehe mich immer um. Okay. Die Alarmrotte ist hier auch beherbergt. Alarmrotte heißt also Schutz des deutschen Luftraums, aber auch des NATO-Luftraums. Wir sind auf 15 Minuten Bereitschaft, 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Und die sitzen hier hinten und wissen von ihrem Glück, dass sie gleich nochmal fliegen gehen. Das freut die auch, aber ihr werdet sehen, dass sie letztendlich über eine Glocke dann einfach ausgerufen werden und in dem Moment auch erstmal nicht wissen, was da draußen passiert. Weil es kann, selbst wenn die denken, die machen einen Trainingseinsatz, kann es sein, dass in der Zwischenzeit sich Sachen geändert haben und das auch ein heißer Einsatz haben. Das Jagdgeschwader 71 stellt die Alarmrotte für den nördlichen deutschen Luftraum. Viele Jahre übernahm die Phantom im Auftrage der NATO die Luftraumüberwachung im Baltikum und zwischenzeitlich auch über Island. Innerhalb von 15 Minuten müssen die Maschinen in der Luft sein. Der zweistrahlige Abfangjäger wurde auch wegen seiner Rauchfahne gerne Luftwaffendiesel genannt.
robuste Maschine hat die Fähigkeit, mehr als 7 Tonnen Waffensysteme schleppen zu können. Ab 1. Juli 2013 übernimmt der Eurofighter auch die Alarmrotte. Hier rollt die erste Maschine des Geschwaders. Geplant sind 20. Circa 12 Millionen D-Mark hat damals die Phantom gekostet. Am 30. Juni machen sie ihren letzten Flug zum Nachbarflugplatz Opkäfer, wo sie demontiert und verschrottet werden. Die historischen Flugzeuge. Ja, das sind wir mal. Was denn? Wir verabschieden uns und danken dem Geschwader für einen sehr informativen Tag.